Sie sind hier, 24. Juli 2018, 10.37 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten. Im Fall Özil gerät DFB-Präsident Reinhard Grindel zunehmend unter Druck. Jetzt fordert Grünen-Chef Robert Habeck eine Entschuldigung oder den Rücktritt. Das Drama um Mesut Özil und dessen Abrechnung mit dem DFB gefährdet die Position von DFB-Präsident Reinhard Grindel. Von mehreren Politikern wurde der Verband bereits kritisiert, jetzt wird auch Grünen-Chef Robert Habeck deutlich. Bei MDR aktuell hat Habeck dem DFB im Fall Mesut Özil Versagen vorgeworfen. Dass der DFB im Moment sich nicht vor Spieler mit türkischem Hintergrund stellt, sondern die Beschimpfung zulässt, das ist offensichtlich. Insofern hat die DFB-Spitze versagt, sagte Habeck. Grünen-Chef kritisiert DFB scharf nach dem Treffen mit dem umstrittenen türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, habe es der DFB nicht geschafft, die Spieler Özil und Gündoğan irgendwie wieder zu integrieren in die Familie der fußballspielenden Deutschen. Der Verband habe es auch nicht geschafft, den teilweise offenen Rassismus gegen diese beiden Spieler zu stoppen, so Habeck. Habeck fordert Statement von Grindel. Der Bundesvorsitzende der Grünen sieht weiterhin DFB-Präsident Reinhard Grindel in der Pflicht. Grindel habe noch die Möglichkeit, sich zu entschuldigen oder zu erklären und dann nach vorne zu gehen. Aber wenn das unterbleibt, dann ist er der falsche Präsident, dann muss er den Stuhl frei machen, sagte Habeck. Der DFB hatte nach der Stellungnahme des 29-jährigen Fehler im Krisenmanagement eingeräumt, auch linken Politikerin Sevim Dadelen hatte zu dem Thema Bezug genommen. Punkt. Sie nannte Özils Erklärung einen Schlag ins Gesicht der politisch Verfolgten, lesen Sie auch Reaktionen auf Özil, du hast mir die Tür öffnet, erinnert, Mesut hat meine seelische Rückendeckung.